So, also wir haben jetzt ein Trainingsspiel. Und zwar, wie gesagt, stehen drei Trainingsspiele noch zum Abschluss der Saison. Und zwar zum einen gegen den FC Rubin Kazan. Gegen die werden wir spielen. Die anderen GED haben wir schon vor der Saison gespielt. Das sind die mit dem Namen, den man nicht aussprechen kann. Und dann hätten wir, glaube ich, noch Schachtor Doncic. Aber die werden wir auch simulieren. Also, Trainingsspiele sind nicht so spannend. Aber ich habe gesagt, wir spielen eins davor. So, und das ist, wie gesagt, Rubin Kazan. So, bei Statistiken gibt es was Neues. Und zwar in der Ligatabelle. Na, Moment, da, Herren. Clubrangliste. Wir sind jetzt auf Platz 25. Warum ist eigentlich der FC Ansi auf Platz 22? Warum sind die vor uns? Sogar Fenerbahce ist vor uns. Ja, um ganz nach oben zu kommen, da müssen wir noch einiges leisten. Unter anderem müssen wir noch Titel dafür gewinnen. Gut, dann haben wir übrigens noch unter den Verhandlungen haben wir jetzt Ding verliehen, also vergessen. Zu wem, das weiß ich jetzt nicht, ich weiß keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall spielt er für Saison woanders. So, es ist ein Trainingsspiel, also können wir da ein bisschen umher probieren. Ob wir es gewinnen oder nicht, ist eigentlich scheißegal. So, Demba Ba darf mal draußen bleiben. Destro darf spielen. Und hinten sind wir auch großzügig. Und lassen nochmal die anderen ohne. Den lassen wir gleich ganz draußen. So, dann darf er mal. Den eine. Den dann nämlich. Machen wir es einmal so. So eine Art Abschiedsspiel, da die sagen, ha? Weil er uns schon verlost für Saison. TOT hat dann somit auch sein Abschiedsspiel. Denn der haut er auch ab. So, also wie gesagt, ein Trainingsspiel, es geht um nichts. Um keine Punkte, um keine Titel. Und eins machen wir davor. Alle drei spielen, glaube ich, ist langweilig. Aber eins ist okay, finde ich. Das hat man bei einem früheren Pro Evolution Soccer, hat man das übrigens sich selber aussuchen können, ob man jetzt Trainingsspiele ja, organisieren mag oder nicht. Also man hat das selber organisieren können. Bei 2013 wird das vorgeschrieben. Ja, und Rubin Kazan macht gleich mal die Führung. Jemand mit einem Namen, den man auch nicht aussprechen kann. So, also wir liegen hinten 1-0. Aber im Grunde ist es ja komplett egal. Macht ja nicht groß. Schlimmer war es, wenn es in der Liga war. Im Destro. Und das war abseits von Ronaldo. Und ich bin ja dann gespannt, was alles in der Transferphase passiert. Wer alles kommt, wer alles uns verlässt.
was wir noch für Angebote kriegen. Mache ich ja offline. Weil das, ja, dauert einfach zu lang. Und eine Folge lang habe ich so gesagt, mag ich nicht machen. Nur mit Transfer oder so. Glaube ist halt nichts sonderlich spannend und mag auch nicht wirklich gar nicht sehen. Zudem ist das ja dann erzählen kann, wenn wieder ein Spieler steht. Ecke vorbei. Nochmal. Und es gibt. Gibt's Abstoß oder gibt's nochmal Ecke? Es gibt nochmal Ecke. TOT. Ferguson, auch einer der Abwanderer, aber natürlich nur für Sonne, wie gesagt, weil er ausgeliehen ist. Dafür haben wir allerdings, glaube 2,3 Millionen habe ich gekriegt, nur fürs Ausleihen. Dabei. Abgeblockt. Natko. Eigentlich hätte man Harper auch noch spielen lassen können. Gut, den können wir neu wechseln. Der wird uns ja auch verlassen. Ich weiß gar nicht, ob der dann in Rente geht. Oder ob er nochmal bei einem anderen Verein auch heuert. Sörensen. Also bei so Trainingsspielen sind. Ja, fällt irgendwie die Spannung, wenn es um nichts geht. Also so. Da ist irgendwie dann, ja, nicht so. Es wird nicht so interessant wie ein Ligaspiel jetzt. Wenn es jetzt um Punkte oder so geht. Ja, kommt nicht durch, eh? Oh, Ronaldo an dem Pfosten. Also den hätte jetzt zumindest machen können. Das war ja eine Riesenschance gerade. Ben Arfa. Verliert ihn. Jeremenko. Vergessen. Das war abseits. So, jetzt wird wahrscheinlich der Schiedsrichter gleich abseits, also Abpfeifer zur Halbzeit. Ja, so ist er. Also, Rubin Kazan führt 1-0. Wir werden jetzt wahrscheinlich, jetzt haben wir mal Ferguson Ober. Und lassen wir mal einen Sinclair spielen.
Und ich hoffe, Ferguson wird dann bei der Mannschaft, wo er hingeht, auch eingesetzt und kann vielleicht nur ja, positive Praxis sammeln, damit er natürlich verbessert zu uns kommt. Hat natürlich so seine Vorteile, wenn wir einen verleihen. Außer kriegt er große Verletzung und spielt gar nicht, dann hat es eher einen Nachteil. Ja, jetzt haben wir ihn. Dabei. Ryan Taylor. So, erst einmal Einwurf. Ja, im Moment ist gar nicht so viel zu erzählen. Es passiert nicht allzu viel. Es ist viel im Mittelfeld los. Durchkommen wir da mal irgendwie auch nicht wirklich, aber gut. Ist ja nicht zwingend notwendig. Destro, ja. War die nächste Torschance. So, auf der anderen Seite wird gewechselt. Eduardo kommt. Da ist er schon. Jetzt kommt der nächste, und zwar Obi. War der nicht bei Hoffenheim? War bei Hoffenheim nicht einer, der Obi gekostet hat? Habe ich irgendwie nur im Hinterkopf, dass da auch einer war, der so gekostet hat. Sinclair. Ja, Ronaldo erwischt nicht. Ja. Also durch können wir da mal nicht. Zum Glück ist es kein Punktspiel. Eduardo. War nicht der auch bei Hoffenheim? Die haben nämlich auch mal einen Eduardo gehabt. Ja, Rubi Kazan steht sicher und los nicht so Brenner. Führen uns 0. Walker abseits. Ja, das war zu Gutmund. Ja, Sinclair verliert ihn. Ansonsten hätte er durchspazieren können. Sören geklärt. Der braucht immer Einsatz, der Sörensen. Damit er sich verbessert. Oh, ganz fäbig.
Das wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn die reingekommen wird. Dann hätte man zumindest einen Ausgleich. Aber das bleibt uns gerade verwehrt. Ja, TOT verlieren. Obi. So, Ryan Taylor holt sich die Gelbe ab. Ja, ich glaube, das Spiel werden wir verlieren. Aber kein Beinbruch. Bitterer war ja die Niederlage im Halbfinale vom FA Cup. Es gibt noch mehr Einwurf. Und vielleicht ein Stand noch. Nein, nicht wirklich. Ja. Also, das war's. Leider verlieren wir 1-0 gegen Rubin Kazan. Die anderen zwei Trainingsspiele, wie gesagt, spielen wir nicht. Die überspringen wir. Weil so spannend wird das alles nicht. Jetzt tut er eh vorspulen, jetzt darf man mal wieder stoppen.